Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Eddie Winkmann. Beim letzten Mal haben wir mit Kane den dunklen Pfad. Wir sind nicht nur durch die Schiel gegangen, wir sind nicht nur durch den Dark Room, glaube ich, war es gegangen. Nein! Wir haben auch die goldene Tür aufgemacht und was da passiert ist, seht ihr am besten selber. Ich weiß ja nicht, ob ihr die Folge übersprungen habt. Schaut es euch an, ist echt spannend. Heute wollen wir vielleicht nochmal sowas aufbauen. Schwer. Blue Baby, Samson, Eden. Das Blue Baby hat schon das Polaroid, also die Chest, geschafft. Mit dem möchte ich jetzt vielleicht auch versuchen, den Dark Room zu schaffen. Muss ja nicht unbedingt auch die Tür sein. Die war ja, wäre ja für normale Runs, der gestrige, für euch gestrige Run, der war ja wirklich mehr als nur ordentlich. Und das alles durch Zufall, weil wir ja im Boden einfach Moms Knife gefunden haben. Aber der war Bombe, der Run, oder? Ja, finde ich auch. Schön, dass ihr mir dazu stimmt. Was wir jetzt vorhaben, ist hauptsächlich die Shield schaffen. Wenn es klappt, auch den Darkroom. Petrified Poop. Das Item für Blue Baby. Schön. Schlüssel. Ich hätte am liebsten den Poop weg. Also unser Poop, nicht den Poop, der da jetzt lag. Widder. Vom Zeichen her müsste es Widder sein. Aries. Ramming Speed. Ich habe letztes Mal schon, glaube ich, gefragt, was das überhaupt macht. Sind wir jetzt schneller? Oder könnte es vielleicht sein, dass wir, indem wir in Leute gehen, Schaden machen? Tatsächlich! Das ist schlecht für das Blue Baby. Weil das ja nicht so leicht Herzen bekommt, wie jetzt ein Maggie wäre jetzt natürlich das perfekte Beispiel. Aber auch alle anderen. Bis auf Azazel. Aber selbst der bekommt leichter Herzen, weil der kann Health-Ups aufheben. Das Blue Baby nicht. Das kann Health-Ups nicht verwenden. Das bekommt ein blaues Herz anstatt irgendein anderes. Ein rotes. Auch wenn man weiße Herzen mit dem aufnimmt. Das ist egal. Das macht keinen Unterschied. Plazenta, Health-Up. Was passiert? Wir kriegen ein blaues Herz dazu. Deswegen bringt uns Plazenta auch nicht sonderlich viel. Das ist mehr. Es heilt uns ja noch nicht mal in dem Sinne. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei diesem Run. Jetzt schon. Das hat gerade erst angefangen. That's key. Das ist natürlich eine Wendung im zweiten Akt. Wieso ist das eine Wendung? Das ist ganz einfach. Dead's Key haben wir ja bekommen, als wir den Schlüssel zusammengestellt haben. Und jetzt zur Wendung könnte es vielleicht sein, dass Dead's Key der Schlüssel ist, den die zwei Engel haben.
pretty. Mit Soundeffekt. Ich wollte eigentlich nur mal gucken. Jetzt Key so habe ich noch nicht benutzt, aber neues Item. Gönn dir, ha? Ah, verdammt, okay. Da wollte ich mehr, als ich bekommen habe. Ja, eine Bombe wäre mir jetzt lieber gewesen. Wieso wäre mir eine Bombe unbedingt lieber gewesen? In Tinted Rocks ist es ja auch oft ein Soul Heart. Das ist jetzt ein Soul Heart, was uns fehlt. Deswegen hätte ich gerne eine Bombe. Two of Clubs. Zwei Bomben. Danke. Schauen wir mal nach. Was ist denn hier? Einmal ein Soul Heart, okay. Nein. Nein, nein, nein. Mm-mm. Nö. 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 Das könnt ihr knicken. Wir haben immer noch den Petrified Poop. Yay! Bringt uns halt auch nichts, weil wir keine Red Hearts haben, die geheilt werden könnten. Und tschüss und hey, na? Monstro. Ah, ich wollte jetzt voll gegen den rennen. Nicht gegen Monstro. Monstro ist gefährlich. So. Oh, fuck. Oh, Monstro. Nee. Nuh-uh. Mm-mm-mm. Wah. Wah, Luigi. Wahoo. Wah, Luigi's the winner. Ja, wenn man diesen Unbesiegbarkeit... wenn man die Treffer... Latchkey. Okay. Wenn man... worauf wollte ich jetzt hinaus? Es ist riskant. Aber vielleicht auch unsere einzige Chance. Worauf jetzt nochmal, worauf ich hinaus will. Wenn man getroffen ist, hat man diesen kurzen Unbesiegbarkeits... Dingsbums. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall in diesem Unbesiegbarkeits-Dingsbums. Konnte ich natürlich dann in Monstro laufen und somit Schaden machen. Denn wir haben ja Widder oder Steinbock. Ich bin mir jetzt immer noch nicht sicher. Ich meine, das Zeichen war Widder. Und dann können wir ja durch diese Berührung eben Schaden anrichten. Gesagt, getan. Deswegen, ich habe mich nicht deswegen treffen lassen. Das war ein Versehen. Das ist unfair, hör mal. Ich hab doch... Ah, nee. Hm. Keine Ahnung. Oh yeah, it's about to get real. Schnarch, Schnarch, Schnarch. Bekommen wir jetzt was? Ein Soul Heart oder so? Wir haben die drei, die wir für Brimstone ausgegeben haben, wieder. Das ist natürlich sehr geil.
weil unsere Base Hearts 4 sind. Dank der Plazenta und den 3 vom Start. Scheiße. Ich habe den ganzen Raum übersprungen. Versehentlich. Ich muss mich dran gewöhnen, dass wenn da eine Leiter ist, ist da ein Secret Room. Ein spezieller Secret Room. Wenn nicht, dann kommt man in den nächsten Floor. Und da war mein Denkfehler. So, upsala. Wow. Schön, dass wir das geklärt haben. Lief auch ganz gut eigentlich. Jetzt gehe ich noch hier hin, um Dad's Key zu benutzen. Los, raus hier! Oh, nö! Hours of energy, okay. Fuck, ist okay. Mensch. Bullshit. Hier ist ja tote Hose, hör mal. Und du stirbst nicht. Alter, Brimstone. Okay, mal ganz kurz gucken. Wir sind trotz Brimstone super schwach. Und natürlich, hab ich gesagt, ich habe einen Floor übersprungen. Nicht die beste Idee, um stärker zu werden. Das könnte echt ein dramatischer Fehler gewesen sein, du. Jo. Und so. Wheel of Fortune. Das war ein dick Move. Weil, ja, okay, ich habe ihn ja eingesetzt, aber trotzdem. Der hat mir erfolgreich erstmal, ach, fuck, Geld aus der Tasche gezogen. Boah, es ist aber auch echt. Theoretisch könnte ich es einfach abhauen. Weil ich natürlich nicht mache. Wie wär's, wenn du einfach mal aufhörst? Tschüss. Kamikaze. Nope. Yep. Nope. Und wieder gehen. Brimstone hat natürlich Potenzial. Nachher. Gertie.
Ich. Haha. Gertie ist ja so ein Fall. Der kriegt es irgendwie immer hin, Damage zu machen. Aber ich versuche ihm einen Schritt voraus zu sein. Da, 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 da. Matchstick Book. Krampus. Shit. Okay. Krampus mag's gar nicht, wenn man ihn mit seinen eigenen Waffen attackiert. Ich lösche nur die Feuer. Ich weiß gar nicht, was der hat, der Alte. Okay. Natürlich ist es der Head of Krampus. Den brauchen wir aber, glaube ich. Evil Up. Ich weiß nicht, was es noch bedeutet. Genau, wir kriegen 3 Bomben. Okay. Und wir haben noch ein Herz. Dann können wir weiter. Ist jetzt bis jetzt noch nicht so gut gelaufen. Aber ich denke, wir machen momentan noch das Beste aus der Sache. Also beschwere ich mich mal nicht. Jetzt in dem Sinne. Uch. So. Hey, meins. Jetzt haben wir natürlich den Latchkey nicht mehr. Aber gleichzeitig konnten wir uns 6 Schlüssel ansparen. Ich denke nicht, dass wir ein Problem haben werden. Und... Ach, okay. Ich krieg dich, ich krieg dich. Ich krieg euch alle. Bad Guess. Remote Detonator. Der würde uns noch mal ein paar Bomben geben. Ich gehe nächsten Floor, glaube ich, nicht mehr in den Shop. Deswegen... Ah, okay. Wenn ich nochmal 5 Münzen bekomme, gehe ich in den Shop. Wenn nicht, dann nicht. Abgemacht, abgemacht. Gut, ja, genau. Danke. Ah. Lost Contact. Shielded Tears. Das bringt uns bei Brimstone nur ein bisschen wenig. Aber jetzt haben wir wenigstens Klasse. Gehen wir mal hier oben lang, nur um zu sehen, dass hier nichts ist. Jupp. Whee. Und Head of Krampus ist nochmal voll. Das ist doch schön. Das nicht so. Yes! Damn it! Wow! Gut, ja, wieso nicht? Wir haben die 15 eh schon. Heißt, nächster Floor kommt nochmal ein Shop für uns. Health Down.
Hippie-yay! Gut. Ja, einen von beiden musste ich ausweichen. Da habe ich mich für die... Oh, ich Idiot! Was mache ich denn da? Oh, das tut mir leid, du. Das tut mir leid. Ich habe mich für die Alternative entschieden, die nur ein halbes Herz kostet. Ich bin mal gar nicht so dumm. So, was haben wir hier Schönes? So, dann gucken wir nochmal. Wow, shit. Nope. Jetzt habe ich natürlich den Head of Krampus weggeschmissen. Das nicht. Ich hoffe mal, wir kriegen den nochmal aufgefüllt. Sonst das wäre ja. Ist nicht so gut gelaufen. Sagen wir es mal so. Ach, shit. Naja. Egal. Mask of... Natürlich. Wow. Ja. Brimstone, sei Dank. Brimstone, sei Dank. Wirecoil-Engel. Nope. Okay, weiter. Ja, sind wir ja doch schon mal im Necropolis 2. Hier wartet Mom dann irgendwann auf uns. It Lives, um genauer zu sein. Wo haben wir denn noch? Da haben wir noch so einen Störenfried. Gurgling. Boah, die überleben zu viel, du. Gut. Sehr gut sogar. Das läuft doch. Ach. Das habe ich schlecht gemacht. Ich hab's in meinem Kopf sah es besser aus, auf jeden Fall. Ah. Und. Oh. Der hat schon wieder zu schnell angefangen. Nicht so tragisch. Schon wieder die Piggy Bank. Ernsthaft? Bomsaki. Ist das gut? Keineswegs. Ach, fuck. Da hat er mich gut erwischt. Jupp. Sieht nicht gut aus, Kinder. Da hätte ich auf jeden Fall mehr machen müssen. Halbes Soul Heart. Ein halbes Soul Heart. Ich werde nicht kampflos aufgeben.
Niemals werde ich kampflos aufgeben. Ich war noch nicht mal im Treasure Room. Was der Englisch mir denn hier? Wenn ich denn das hier überlebe. Oh, shit. Ne. Ah, okay. Schade. Gut. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal üben. Mein Name ist der Wegmann. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das heißt, Session bei Isaac. Rebirth. Bis dahin. Ciao.